Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Friday Firearm Play hier bei mir auf dem Kanal. Wir spielen The Division 2 und ich habe hier ein kleines bisschen umstrukturiert, denn ich habe mein Geschütz wieder dabei und das Sturmgewehr habe ich geändert. Feindlicher Nachschubkonvoi erkannt. Und wir sind wieder unterwegs, um den friedlichen und braven Bürgern New York zu helfen, nachts in Ruhe schlafen zu können. So, irgendwo treibt sich hier einer rum. Irgendwo treiben sich die Kollegen rum. Ach, da vorne. Ja, und deswegen habe ich auch die Kontrollpunkte heute zurückgesetzt, damit wir wieder ein bisschen Spaß haben und ein bisschen leveln können. So, und raus mit dir. Ups, da wirft einer auf mich was. Ja, jetzt war es doch mal kurz hell hier. Da kommt er, da kommt er. So, wo seid ihr, wo seid ihr? So, dann werden wir mal da das Geschütz hinwerfen. Weil jetzt werden sie nämlich doch ein bisschen hartnäckig. So, ein Granatsche. So, mit dem Ding hier haben wir sogar ein bisschen Zielfernrohr. Aber deswegen müssen wir halt trotzdem treffen. Okay. Das war's. Sind wir wieder voll hier in der Action. Jetzt aber mal auf hier zum Kontrollpunkt. Aber irgendwann müssen wir erstmal ein bisschen Munition noch nachladen. So, Dröhnchen haben wir eingepackt. Oh ja, da geht's wieder los. Registriere bedrohliche feindliche Patrouille. Ach was. Na, das hört sich doch interessant an. So, Udele, da haben wir das Talkie-Walkie. Nee, da haben wir noch nichts drin. Ah, ja, da ist ja auch der Kontrollpunkt, glaube ich. Ah, nee. Schade. Oha, da müssen wir laufen. Etwas laufen und in Deckung. Ja, immer schön hinten drauf. Ja, jetzt weiß er eben nicht, wo er sich hin verteidigen soll. Das ist gut. So, wo sind sie? Da läuft einer. Ah, ja. Ja, irgendwie müssten wir jetzt schauen, dass wir unserer Drohne ein Ziel zuweisen können. Okay, dann mal hier weg. Hier wird es nämlich ein bisschen brenzlig. So, und wir müssten erstmal Verstärkung rufen. So, okay. Und ihn hier nehmen wir wieder mit. Dann kann er sich woanders nützlich machen. Ja, da hinten die Gatling, die gefällt mir gar nicht. Und es brennt, es brennt, es brennt. Aha. Kommen wir da irgendwo hoch? Nein, da kommen wir nicht hoch. Okay. Dann hier und da das Geschütz hin. Das kann helfen. Yep, also auf jeden Fall treibt es den Kollegen an der Gatling weg. So, es geht doch nichts über schöne Weihnachtsmusik. Oh, da wirft einer wieder was auf mich. Oh, 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 das tut weh.
So, wo treiben sich denn eigentlich unsere Kollegen rum? Ah ja, noch 62, 50, ja, die kommen schon angesportet, sehr schön. Und da kommt schon wieder was angeflogen. Ach du Schande. Wieder einer an der Gatling. So, die Verstärkung ist da. Ja, dann macht euch mal nützlich, Kollegen. Ja, von links kommt was. Drin ist noch jemand. Ah, ist schon wieder oben einer an der Gatling. Schwer gepanzerter Feind erkannt. Ja, und der wird mit Sicherheit von drinnen kommen, vermute ich mal. So, deswegen werden wir jetzt mal gucken, dass wir da irgendwo da auch oben kommen, wo wir eine bessere. So, zack. Eine bessere Position haben. Ja, sehe ich doch. Hier, da, das passt doch gut hier rein. Dann können wir eigentlich auch aufs Maschinchen umsteigen. Ein bisschen hier richtig reinrotzen. So, da springt auch einer. Ja, der will wieder. So, der Controller hier. So, Delay, da ist noch irgendwo rot, da kommt noch was. Zusätzliche Feindkontakte. Ah ja. Oh, da muss ich aufpassen. Ich glaube, da kommt was. Nicht, dass da jemand hier auf den Balkon hochkommt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, oh, jetzt kommen sie auch wieder von der anderen Seite. Da sind sie. Hoffentlich nicht von hier. Ah, wusste ich's doch. Wusste ich's doch. Ja, da wird sich noch einer hier hochtreiben. Trauen. So, da ist noch einer, treibt sich. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Ja, das nimmt ja wieder gar kein Ende hier. Das nimmt ja wieder gar kein Ende. Da ist einer drin, wenn ich das richtig sehe. Zwei. Ah, ich muss wieder aufpassen. Ja, natürlich. Oh, keine Munition. Ja, richtig. Wer lesen kann, ist im Vorteil. Hat mir auch schon mal einer geschrieben. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet.
Aber deswegen haben wir ja dieses Teilchen. Das ist nicht so schnell leer wie die anderen Dinger. So, wo springt er rum? Irgendwo treibt sich noch einer rum. Hier. So, dann werden wir hier ein bisschen Munition einsammeln. Jo, Ressourcenkonvoi abgefangen. Nehmen wir mit. Na, komm schon. Oh ja, da gibt's Raketen. Da gibt's Raketen. Und diesmal passen wir ein bisschen auf. Nicht aus der Deckung heraus die Raketen abschießen. Merkt's euch. Hab da nämlich ganz schön Lehrgeld schon bezahlt. Ho, ho. Oh, da gibt's ein bisschen Spezial. Brand. Brand. So, was tut sich hier? Nehmen wir mit. Ja, aber Köder brauchen wir nicht, oder? Köder? Nee, brauchen wir nicht. Sudele. Habe ich so ein bisschen den Rucksack aufgeräumt, damit wir Platz haben. Sehr schön. So, Munition eigentlich auch, ja klar. Da müsste es noch irgendwo was haben. Da hat es doch noch irgendwo was. Ja. Und den Kontrollpunkt, Officer. Bei uns läuft gerade ganz gut. Das freut mich. Kann ich euch irgendwie was Gutes tun noch? Jo, gell? Sehr gut. So, und da mal noch ein bisschen was, oder? Nein. Okay, dann schauen wir mal. Es gibt noch einen zweiten Kontrollpunkt. Den wollen wir auch noch ein bisschen einnehmen. So, hier. Okay. Und los geht's. Ja, supi, supi. Ach, das macht doch einfach Spaß. So ein bisschen am Freitagabend einfach ein bisschen vor sich hin datteln. Bisschen hier durch die New Yorker Straßen laufen. Auf der Flaniermeile wandern. Und den Wölfen beim Heulen zuhören. Oder den Hunden. Na, ah, da läuft er, da läuft er, da läuft er. Der gute Bello. So, da hinten passiert was. Oh ja, da hat uns gesehen. Die haben uns gesehen. Die haben uns gesehen. Ups. Ja, den Kollegen nehmen wir einen Buschen auseinander. Den nehmen wir auseinander. So wie die Zara Leander. Okay, da werfen wir mal was hin. Kann jetzt schaden, wenn wir da noch ein bisschen Unterstützung haben. Okay. So, bei dem da drüben müssen wir ein bisschen aufpassen. Attenzione, attenzione. So, was haben wir da? Okay. Oh no. Und durchs Feuer. Wir gehen für euch durchs Feuer. Irgendwo ist... Oh ja, da ist noch einer. Und mit vereinten Kräften auf euch. So, wir werden es mal probieren hier. Jo, diesmal hat gut funktioniert, ne? Ja, muss man immer ein bisschen aufpassen, dass natürlich auch der Schussweg frei ist. Okay. Ist da noch was? Ist da noch was? Nein. Dann gehen wir mal in die Richtung weiter, denn da müsste irgendwo ja dann der Kontrollpunkt sein, am Quai, am Ufer, an der Anlegestelle. Oh, da sind die Hovercrafts. Hinter uns tut sich was.
So. Jo, da sind wir. Ah, auf der linken Seite ist auch irgendwas. Was läuft da? Ah, da sind welche unterwegs. Was ist das? Auf dem Weg, Proviant zu sammeln. Sehr gut. Jo, Bingo. Das lief doch ganz gut. Da muss es wohl einen Wasserrohrbruch gegeben haben. So, wir sollen hier links rüber, sagt uns das GP. Ja, weiß jetzt gar nicht, ob das so clever ist. Aber wir könnten hier auf eine erhöhte Stellung gehen. Aber dann kriegen wir keine Verstärkung. Da kriegen wir keine Verstärkung. Aber wenn wir da hochgehen... Okay. So, wo springen sie denn rum, die Kollegen? Immer ein bisschen aufpassen, dass von hinten keiner kommt. Ah, sind es gut oder böse? Oh, nee. Ja, das ist gar nicht gut. Jetzt bin ich natürlich exponiert. Das ist jetzt natürlich gar nicht gut. Ja, Nagelbombe wollen wir nicht haben. Ah, da ist unsere Verstärkung. Das ist gut. Die unterstützt uns. So, ich hoffe, dass das Geschütz von dort... Ah ja, sehr schön, sehr schön. Uns da hinten den Rücken frei hält. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, dann können wir hier nochmal die gute Schussposition. Wer will's wissen? Ah, in den Rücken. Ja, dich nehme ich aus dem Spiel. Du behinderst nur meine Kollegen da drüben. Und du bist auch nicht gerade das, was man einen Freund nennt. So, irgendwo springt da jetzt einer rum, hier ums Eck. Sehr gut, dann wollen wir mal ein bisschen hier uns ranrobben. Ah, shit. Aufheben. Erstmal hier Entdeckung. Und dann vielleicht mal schauen, ob wir da hochkommen. Oh ja, wusste ich doch, dass sie da rauskommen. Deswegen werfen wir hier jetzt was hin. Und das gibt uns ein bisschen Deckung. Ja, dann gehen wir mal runter. Oh, oh. Freund oder Feind? Oh ja. Naja, jetzt muss man ein bisschen aufpassen, dass die hier nicht gleich rauskommen. Okay. Nein, das ist alles keine Moon.
Dann gehen wir mal hier in Deckung. Ach, der ist schon besetzt. Da ist ja schon besetzt. Oh, nee. Schwer gepanzerter Feind. Oh, da draußen springen ja auch noch welche rum von uns. Oha, oha. Ach, jetzt kommen die da raus, ne? Ja, da darf ich mich wieder nicht zu sehr hier reindrücken lassen. Oh, da oben ist noch einer. Jetzt wird dann relativ schnell unübersichtlich hier. Okay, Kontrollpunkt gesichert. Nee, glaube ich nicht. Da kommt irgendwo noch was. Oder? Doch, Übernahme durch die Verbündeten erfolgt. Aber da treiben sich trotzdem noch ein paar böse Buben rum irgendwo. Da drüben. Das Geschütz könnte das Blatt wenden. Ach was. Naja, das ist jetzt natürlich keine Distanzwaffe hier. Aber unser... Okay. Aber unsere Drohne kämpft, glaube ich, da drüben mit. Jo. Ich denke aber auch nicht, dass die Rakete dahin kommt, oder? Ich greife seitlich. Na? So, da gehen wir mal hier aufs Boot, weil von dort haben wir eigentlich auch eine relativ gute Möglichkeit zum Schießen. Und das hier setzen wir... Ach schade, das geht jetzt leider nicht. Okay, kriegen wir das dahin? Ja. Oh, aber irgendwas kommt schon wieder... Oh, nö. Kommt schon wieder irgendwas von hinten, wo die sich immer rumtreiben. Ach, da oben ist jetzt auch schon wieder einer. Oh, und von hinten kommen auch schon wieder welche. Jetzt müssen wir uns aber ein bisschen Gedanken machen, wo wir hier hinspurten. Dass wir nicht wieder irgendwo dumm ins Kreuzfeuer geraten. Jupp. Ach, da ist wieder was. Okay, wo kann ich Deckung? Wo ist die Deckung? Wo ist meine Deckung? Hier ist meine Deckung. So, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Okay, von rechts kommt nichts. Von rechts ist frei. Hm.
Ja, aber da wird doch die Drohne hoffentlich seinen Teil beitragen hier zum Erfolg dieser Mission. Ja, also geht doch. So, wo ist denn... Da ist der Vorratsraum. Wir räumen auf. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Sehr schön. So, da haben wir doch. Einmal, zweimal. Da ist das große Kistchen. Gut. Und irgendwo wird doch hier der Officer rumspringen. Okay, da gibt's nichts. Da bewacht jemand den Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Okay. Uns geht's nicht schlecht, dank Ihnen. Ja, das höre ich doch gerne. War mir auch ein Vergnügen. Und wir schauen jetzt mal erstmal hier wieder ein bisschen auf. Munitionieren. So, das Teilchen hat natürlich auch ein bisschen weniger Magazin, nur 40 Schuss. Mein G36 hatte halt da immer diese angenehmen 50. So, wir überlegen mal, wo es jetzt als nächstes hingeht. Machen wir nochmal einen Kontrollpunkt. Jo, dann gehen wir doch hier nochmal hoch. Ja, den Kontrollpunkt nehmen wir mal ein. Und dann schauen wir mal, was uns hier noch auf dem Weg alles begegnet. Im Moment läuft es ja ganz, ganz gut, finde ich. Hab mich schon mal dümmer angestellt. Kann ich voller Neid und Stolz sagen. Huch, da geht's aber runter. Na, spring. Wir könnten ja mal in den Untergrund gehen und mal schauen, was da so gibt. So, links oder rechts? Das Beckenbauer 1, ich frug, wohin er das runde Leder flanken sollte. Wir gehen jetzt mal rechts. Und dann schauen wir mal, ob es da irgendwo lang geht. Das führt uns... Ah, ja. Oh, wir haben Schlafende geweckt, so wie es aussieht. Ah, ja. Ach, das war jetzt nicht ganz so clever. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Okay, haltet mir hier ein bisschen den Rücken frei, ne? So, Dille, was haben wir hier? Naja, okay. Aber auch nicht interessant. Nee, Schrotflinten sind nicht so mein Ding. Da bin ich jetzt mal ganz ehrlich. So, ein bisschen noch hier plündern. Okay, dann gehen wir mal hier rechts rum und schauen mal, wo uns das hier hinführt. Das nehmen wir wieder mit. Ja, da geht's wieder raus. Okay. Und da gibt's wieder Krach. Da wird wieder geschossen. Und da hinten wird auch geschossen. Da bin ich mir sicher. Ach nee, das ist eine Patrouille von uns, oder? Jo. Nicht zu fassen, eine Patrouille, die patrouilliert. So, treiben sich da welche rum? Nein. Da auch nicht. Feindliche Übertragung empfangen.
Aha. So. Sie hat hier keinen Einfluss. Diese Stadt gehört uns. Ach was. Also irgendjemand scheint von da zu kommen und irgendjemand scheint von da zu kommen. Dann schlage ich doch mal vor, dass wir hier unser Geschütz hinpacken. Ah, und jetzt... Ah ja, da sind die Kollegen. So, oh ja. Oh, 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 oh. Wo kommt denn jetzt die Gatling her? Gatling gefällt mir aber gar nicht. Ach, das ist ein Kollege. Okay. Zugangsschlüssel entdeckt. Gerne, danke. Sie hat hier keinen Einfluss. Diese Stadt gehört uns. Ja, da wäre ich mir jetzt nicht ganz so sicher. So. Die kommen von dort, dann würde ich doch gerne mich irgendwo dorthin verschanzen. Ja. Ah, will der wieder irgendwas aufbauen? Ah, zu spät. Zu spät. Dann halt hier... Sehr schön, dann hätten wir das doch, oder? Bingo, bingo, bingo. Dieser Bereich steht unter dem Schutz der Peacekeeper. Zivilisten, die Hilfe benötigen, werden angehalten, sich im nächsten Schritt zu melden. Sie helfen, wenn es möglich ist. So, haben wir da drüben noch irgendwo was? Nö. So, und das ging nicht, weil wir auch schon voll sind, ne? Ah ja, okay. Gut, wir wollen zum Kontrollpunkt. Achso, das Geschütz nicht vergessen. Wir wollen noch einen Kontrollpunkt machen. So, auf den Feierabend hin, aufs Wochenende. Was sind das für welche? Ah ja, okay. Okay, okay, okay. Aha. Wie weit ist mein Geschütz? Es ist einsatzbereit. Feinden bewachter Ort erkannt. Und los geht's. Also ich muss einfach sagen, ich finde immer noch diese Kombination irgendwie ganz gut. Dass man halt dann doch Feuerunterstützung hat aus der Luft und vom Boden. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen aufpassen. Hier wird es ja wieder runtergehen. Sollen wir nochmal runtergehen in die Kanalisation? Ja, warum nicht? Schauen wir mal, was es hier gibt. Freunde. Okay. Oh, da geht es rechts rum. Da geht es runter. Okay. Oh, da geht es aber ganz schön runter. Gegner bewacht einen Ort in der Nähe. Ah ja, so ist das also. Oh, yep.
Ah, ja. Okay. Da werden wir doch erstmal begrüßen mit einer kleinen Granate. Ah, fuck. Haben die mich schon gesehen? So, da drüben ist noch was. Eine Drohne, ne? Ah, und da ist auch noch was. Das ist der Kollege mit den Drohnen. Feierabend. So, dann schauen wir mal, was es hier gibt. Hat ja einen Grund, warum die Jungs hier rumspringen. Ah ja, hier ist eine Türe. Ja, aber das ist nicht gerade das, was wirklich wichtig ist. Geht's da irgendwo raus? Nein, aber es wird bestimmt irgendwo noch einen Schlüsselkasten haben, oder? Da ist er doch, da ist er doch, da ist er doch. Ja, geh mal richtig hin. Gut. So, wo geht's lang? Gehen wir mal da lang. War da eine Türe? Nein. Die sind über uns, oder? Da laufen irgendwelche Knilche über uns. Ah, okay. So, ah, da gibt es noch was, aber das wird bestimmt auch, nein, uninteressant sein. So, dann haben wir jetzt, glaube ich, alles eingesammelt. Und irgendwo treiben die sich da rum. Das ist immer unangenehm, wenn man es hört. Ah ja, okay. Okay, okay. So, erstmal ein bisschen den Kopf rausstrecken. Kann man hier ein bisschen den Kopf rausstrecken? Ja klar, natürlich. Ist klar, ne? Da bin ich gleich mittendrin hier. Nee, 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 da bin ich ja mittendrin. Nee, ich trau mich nicht, ich trau mich nicht. Ah, ich kann aber auch nichts rausschmeißen oder irgendwas machen. Das ist ein bisschen blöde. Das ist ein bisschen blöde. Ja, aber es sieht so aus, als hätte ich rechts ein bisschen mehr. Oh, nee. Ja, gehen wir erstmal ein Buschen hier. Au, 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 au. Lebensfunktionen kritisch. So, hinter mir kommt doch hoffentlich nichts. Oh Mann. So, wo sind sie? Was machen sie? Der Auftritt El Mundi. Oh ja. Oh ja, da sehe ich irgendwie einen Laser. Ich traue mich nicht. Das gibt Ärger. Das gibt Ärger. Ach, okay. Da sind sie. So, es wäre gut, erstmal auf einer Seite hier ein bisschen aufzuräumen. Gut. So, was ist jetzt hier noch? Da war doch auch noch ein Kollege. Oh ja, ein böser, böser.
Ja, natürlich, klar. Und die anderen kommen jetzt rangestiefelt, oder? Ja, wir müssen erstmal eine Seite clean machen. Hilft nichts. So, dann haben wir jetzt auf der Seite erstmal Ruhe. Zivilisten in Gefahr. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Ach was. Sehr schön. Naja, da sind wir ja doch ordentlich hier noch durchgekommen. Aber da, was ist das? Sind das... Oh ja, oh ja. Zugangsschlüssel entdeckt. Aus dir mache ich den. Okay. Irgendwas kommt da wieder. Irgendwas kommt da wieder angeflogen. So, sehr schön. Zugangsschlüssel. Für was denn? Okay. Territoriumskontrolle. Sehr gut. Okay. Ja, da hinten. Da scheint irgendwas zu sein. Aber da oben, oder wie, oder wer, oder was? Ah ja. Sehr schön. Keine Insel, aber ein Ausstattungslager. Na, plünder, plünder, plünder. Aber wir wollten ja noch zum Ende hier langsam kommen. Und da wollten wir noch einen Kontrollpunkt einnehmen. So, wir halten, lassen uns aber auch immer ein bisschen hier aufhalten. So, aber einen Kontrollpunkt nehmen wir noch ein. Zivilisten in Gefahr. Aufs Wochenende hin. Ach du Schande. Okay. Ja, und die muss ja keine Sorgen machen. Nee, 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 da kümmern wir uns jetzt nicht drum. Wir wollen jetzt hierher. Ah, ja. Das sagt mir was. Dann schauen wir mal, ob wir hier hochkommen. Und eine gute Stellung. Ach, das Problem ist halt, jetzt hier haben wir... Feindlicher Kontrollpunkt wurde entdeckt. Ja, hier können wir leider nicht die Verstärkung rufen. Das ist so ein bisschen das Problem. So schön das auch hier ist. Mhm. Wir müssen dann hierher. Aber da können wir dann auch gleich unser Geschütz auspacken. So, gleich mal hier ein bisschen wieder weg. Verstärkung unterwegs. Sehr gut. Das hat auch jetzt ganz gut geklappt hier mit den Raketen. Oh ja, er muss weg hier. Er stört. Er belästigt mich. Ach, und da ist auch noch einer. Ja, lass dir das mal durch den Kopf gehen.
So, Verstärkung braucht noch. 160 Meter sind die Jungs weg. Ich werde hier mal ein bisschen mich verarzten. Okay. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das noch eine gute Position hier ist. Aber ihn hier werden wir aus dem Spiel nehmen. So, jetzt sind sie da. Sehr gut, Freunde. Wurde aber auch Zeit. Können wir unsere Raketen nochmal einsetzen? Oh, da oben ist jemand. Ja, da könnten wir es jetzt nochmal mit den Raketen probieren. Na, den kriegen wir nicht erfasst. Den kriegen wir nicht erfasst. Nee. Muss der andere hier mir in den Weg laufen? So, dann gehen wir mal in den Nahkampf langsam über. So, sehr schön. Da haben wir die Gatling. Ach, da oben ist auch noch einer. Ja, und die Drohne wird uns helfen. Ah, dich kriege ich. Früher oder später. Ach, du Schande. Okay. Oh, da hat, glaube ich, gar keine Rakete getroffen. Kann das sein? Dann kümmern wir uns hier ein bisschen um die linke Flanke. Ach du Schande, wo kommt es her? Aber es kommt nicht weit. Es kommt nicht weit. Ja, irgendjemand ist da auf der... Ja, irgendwo ganz dicht uns auf den Fersen. Ganz... Ah, okay. Hey, such mir was, wollt. Okay, vielleicht hier im Busch eine Granate rein. Dann bewegt sich's. Oh ja. Oh ja. Und keine Munition, und keine Munition. Ein Königreich für Munition. Bleib auf Abstand, Alter! Oh ja. Oh ja. Ich habe das Gefühl, wir müssen hier gleich ein bisschen... Oh ja. Ja, ich wusste es. Wir müssen hier ein bisschen Rückzug antreten. Ein bisschen Rückzug. Manchmal sollte man sich auch erstmal ein bisschen ja, zurückziehen. Um sich neu zu formieren.
Ja, wir haben keine Moon. Das macht es natürlich ein bisschen schwieriger, aber der Kollege da oben wird beschäftigt und da ist einer und da wollen wir eigentlich nicht mit dem MG hinschießen. So. Sehr schön, da haben wir doch diesen Kontrollpunkt noch eingenommen. Das gefällt mir gut. Sich nähernde Feinde erkannt. Immer nur die halbe Geschichte hier. So, was haben wir hier noch? So, jetzt aber raus hier. Wo kommen sie denn? Dann werden wir hier erstmal, genau. Ich gehe außen rum. Ah, wir haben nur noch eine Rakete. So, dann machen wir ein kleines Feuerwerk. Das ist doch gut. Man sieht sie überhaupt nicht. Ah, da brennt sie, da brennt sie. Sie brennt. Lasst sie brennen. Oh ja, wo geht denn jetzt? Hä, wo schießt denn die jetzt hin mit der Gatling? Ja, immer auf die Tasche. So, jetzt kommen von da drüben noch welche. Vielleicht noch mal ein paar Raketen einsammeln. So, von wo kommen sie? Sehr gut. Naja, also mit der Schroti musst du eigentlich nicht hinschießen, ne? Okay, da ist immer noch Feind unterwegs. Aber sie können es aber auch nicht lassen. Oh, muss ein bisschen aufpassen hier. Merke ich gerade. Ich habe doch ganz schön einstecken müssen. Da drüben, der Feind kommt auf der Deckung. Ah, kommen die von dort? Da kommen die doch glatt von hinten. Wir werden noch mal ein bisschen Munition einsammeln. Oh, 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 oh. Oh. Ja, ich bin erledigt. Noch nicht ganz, aber fast. Oh ja, den sollte ich eigentlich nicht so sehr an mich herankommen lassen. Oh oh. Oh oh. Ach, das ist aber lieb von dir. Das höre ich doch gerne. Der steht nicht mehr auf. Aha. Wir haben überlebt. So, dann nehmen wir wieder ein bisschen mit hier. Und wir haben überlebt. Das ist doch schön. So, da gibt es, glaube ich, jede Menge zu mitnehmen. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Ja, auch das höre ich gerne. Das nehmen wir noch mal gerne mit hier. Uhrenaufstieg auch.
Wunderbar, wunderbar, schön, schön. Oh ja, ihr macht es aber auch wirklich ganz wild. Wir können mal hier die Drohne einpacken. Okay, so, dann nehmen wir noch ein bisschen Spezialmunition mit. Hier füllen wir mal auf. Dann werden wir da unten noch ein bisschen einsammeln gehen. Ah, da gibt es ja auch noch was. So, und da haben wir ja wohl noch Raketenmunition. Für den Papa. Nee, da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Aber Kontrollpunkt Officer ist da oben und der benötigt Ressourcen. Aber gerne. Bitte sehr. Wie darf ich weiterhelfen? Unterstützen Sie uns? Aber sicher doch. Mache ich gerne. Hervorragend. Das soll es jetzt erstmal wieder für den heutigen Tag gewesen sein. Das war unser Friday-Feierabend-Play hier. Mal wieder eine Runde Warlords of New York hier durch New York gesprungen. Und heute hat es mich nicht ein einziges Mal gekostet. Glaube ich nicht. Das ist doch einfach herzallerliebst. Jo, das muss mal gesagt sein. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und freue mich auf nächsten Freitag, wenn es wieder heißt, hier bei mir auf dem Kanal. The Division 2 Warlords of New York, der Friday Feierabend Play. Ich bedanke mich, sage Tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal.